Wir stützen uns mal ins Gefecht. Komm, 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 lass mich in Frieden, lass mich in Frieden, lass mein Dorf in Frieden. Na komm, na komm. Lass mich in Ruhe. Weg hier, weg hier, weg hier, weg, weg. Was? Was geht da vor sich? Oh, Hallöchen. Oh, was? Was zum Geier? Was? Was läuft denn hier? Ach du Scheiße. Ich werde angegriffen. So viel dazu. Tür zu. Puh. Nimm die Rüstung mit. Was da war die da? So, Guyana-Sprache. Oh, weil. Da sehen wir sie vorm Fenster. Oh, weil ja. Ich bin ausgerüstet. Vollends ausgerüstet. Dann stützen wir uns mal ins Gefecht. Komm, 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 lass mich in Frieden, lass mich in Frieden, lass mein Dorf in Frieden. Na komm, na komm. Lass mich in Ruhe. Weg hier, weg hier, weg hier, weg, weg. Verdammt. Meine Rüstung scheint nicht stark genug zu sein. Mein Schwert. Meine Rüstung. Na komm, na komm, na komm. Oh, verdammt. Die sind stark. Mein Schwert, meine Rüstung. Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Die sind stark. Sehr stark. Viel zu stark. Oh Mann. Habe ich in der Waffenkammer noch was? Mein Schwert finde ich nicht wieder. Hier habe ich meine Dias. Soll ich die mal schnell zum Dias-Schwert machen? Vielleicht kommen wir damit zurecht. Steinschwert haben wir hier. Okay. Eine Rüstung habe ich jetzt hier nicht wirklich. Verdammt. Ist mich unten. Verdammt, 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 verdammt. Verdammt. Übere Viecher hier. Meine Eisenrüstung. Die lag hier irgendwo rum. Wo ist mein Schwert? Eisenrüstung, okay. Puh, starke Obianer hier. Meine Fresse, was ist denn hier los? Was ist denn hier nur passiert? Kann mir das jemand verraten? Wie sind denn die über Nacht hier ins Dorf gekommen? Obianer, noch mehr Obianer. Verdammt, nein, nein, nein. Flieh. Oh, verdammt. Hilfe. Verdammt, nein. Nein. Nicht. Oh, die sind überall. Die sind überall, sie sind wirklich überall. Ein Schwert. Ich brauche Schwerter. Verdammt. Die dringen bald in mein Haus ein, wenn ich die Tür da offen lasse. Ich nehme eine Diamanten. Ein Diamantschwert muss her. Die wohlverdienten Diamanten. Aus dem letzten Part. Eine Werkbank habe ich doch hier.
Das muss doch gehen. Holz brauche ich dafür ein bisschen. Haben wir zum Glück noch ein klein wenig auf dem Lager. Nicht viel, aber ein bisschen was. Wird das reichen? Sticks. Diamant-Spitzhacke? Nein. Vorsichtig, was ich mache. Diamantschwert. Okay, die restlichen drei nehmen wir zurück von den Diamanten. Die wollen wir nicht verlieren. Sinnvoll gebrauchen hier. Vier Sticks können wir wieder zurück. Obwohl, haben wir irgendwo noch Faden? Dann können wir uns einen Bogen machen. Ne, haben wir scheinbar nicht. So ein Mist müssen wir mal irgendwo mal finden. Ein Diamant. Okay, das wird vielleicht ein bisschen reichen. So, stoß mich nicht runter, greife mich nicht von hinten an. So, puh, Tür zu. Hoffentlich ist keiner drin. Ja, meine Rüstung ist jetzt weg. So ein Mist. Was? Ist hier jemand drin? Zack. Weg hier. Verschwinde. Puh, ein Enderperle. Ein Smaragd. Das sah aber aus wie einer. Den verstauen wir mal unten. Und den lege ich mir hier an, bevor ich ihn da verliere. Sehr gut. Und eine Rüstung. Ist das meine? Die hat er wohl angezogen oder was? Kann das sein, dass die meine Waffen nehmen? Wenn ich getötet werde, dass die dann ein Diamantschwert haben, wenn sie mich jetzt töten. Das wäre natürlich ganz mies. Das ist schon einer in mein Haus eingedrungen. Oh, weil. Ich kontrolliere mal mein Haus hier. Nicht, dass da oben noch jemand hort. Zum Glück nicht. So. Ich habe keinen. In dem Fall, ich müsste mal was essen. Gebratenes Schweinefleisch. Das kann ich jetzt gebrauchen. Nicht, dass ich mit der Diamant in Sache hier sterbe. Am Ende haben sie dann noch ein Diamantschwert und sind unbesiegbar. Starke Gegner, diese Orgulianer. Ist doch irgendwo einer. Da unten ist er. Ich glaube, wir räumen hier erstmal das Haus, das Dorf frei und kümmern uns dann um die letzten Überlebenden hier. Da hinten sehe ich welche. Angriff. Erstangriff ist gut. Zack. So. Smaragd. Können wir auch ein bisschen was sammeln. So. Gucken, dass wir nicht überrascht werden. Oh, Rüstungsteile. Das ist gut. Schnell mal anziehen. Oh, weil ich sehe was, was ihr auch seht. Und das ist schwarz. Und eventuell ein bisschen gefährlicher als die Orgulianer. Oh, Enderman. Muss ich angucken. Kann ich die einfach so besiegen? Oh oh. Oh oh. Spawnt einfach so hinter mir. Eine Richtung. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Mit dem hätte ich nicht anlegen sollen. Oh oh. Gar nicht gut. Ist der jetzt weg? Und ich habe kein Fleisch. Keine Energie mehr. Oh, weil nicht mit den Endermans anlegen. Das kann nur schlecht enden. Oh, weil weg hier.
Enderman ist aggressiv. Ich gucke euch gar nicht an. Wie haben die hier meinen... Wie haben die hier meine Stadt geplündert? Nein! Mein Diamantschwert! Au, Kacke. Mendias. Mein Schwert. Das war ein großer Fehler, mich mit dem Enderman anzulegen. Ich will Mendias Schwert wieder. Wo ist Mendias Schwert? Das ist wichtig. Mendias Schwert. Ah, da ist es. Mendias Schwert. Sehr gut. Renn da kurz mal in die Kneipe, da wird doch wohl keiner sein. Alles anziehen. Den Helm habe ich wohl verloren, aber ja. Hast du hier eine Truhe? Wirt? Nee, hast du nicht. Jetzt könnte ich da mein Smart mal unterbringen. Holla. Müssen wir hier das Dorf mal säubern. Die Endermanzen hier. Die terrorisieren das Dorf am meisten. Oh, muss aufpassen, dass Wladimir und dem Klaus nichts passieren. Oh, wir sollten schlafen gehen, weil nachts ist noch schlimmer als eh. Und morgen kümmern wir uns um die restlichen Orgojaner. Auweia. Kann mir jemand erklären, wie die hier reingekommen sind? Wie die das Dorf gefunden haben, am Arsch der Welt. Was die hier von mir wollen. Warum die hier so plündern. Plündernd durch die Gegend ziehen die. Und was möchten die? Der Ugyana-Turm, der ist ja auch hier schon mal irgendwo entstanden. Irgendwie. Aus irgendeinem Grund. Müssen wir mal gucken, ob der hier noch besetzt wird. Na, bisher sieht's gut aus. Ja, alles klar. Ein bisschen Fleisch haben wir auch mit dabei. Das Diamantschwert ist, glaube ich, gut. Das kann uns hierbei helfen. Ich suche hier noch irgendwo Orgojaner rum. In meinem Dorf. Orgojaner haben hier nichts zu suchen. Weg mit denen. Was das für ein Volk ist, das muss ich auch erstmal noch herausstellen. Sind die Endermen jetzt verschwunden oder was ist hier der Fall? Das wäre gut. Orgojaner sehe ich jetzt hier keine mehr. Sind sie denn geflüchtet oder habe ich alle getötet? Ich will hier auf jeden Fall keinen mehr rumlauern haben. Das wäre schlimm, wenn mich nachts noch jemand oder beim friedlichen Spazieren hier noch jemand stört. Ich suche nochmal alles ab. Da drüben hatten wir auf jeden Fall noch einen, der sich dann noch rumtrieb. Den kümmern wir uns noch. Der noch da ist. Na, hier ist er nicht mehr. Überrascht werden wollen wir dann nicht. Da ist meine Kellertür. Scheint alles wieder friedlich zu sein. Na, holla. Wo kamen die denn her? Ein Ei. Nein, 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 nein. Klaus, wo gehst du hin? Klaus, bleib doch im Gehege. Naja. So, hier, komm, komm, komm. Ich hab hier Samen. Klaus, komm mit. Hier, da bist du sicher hier drin. Komm, 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 komm zu Papa.
Wladimir? Wo ist denn Wladimir jetzt hin? Ist Wladimir abgehauen, während Klaus da drin war? Ach, Mann. Wozu denn der Mist? Der rennt jetzt hier irgendwo rum. Ja, ihr könnt ja mir auch mal sagen, ach, Wladimir, da bist du. Karotte habe ich jetzt nicht, um dich einzufangen. Na komm, hier kannst du hochhüpfen. Du hüpfst runter. Naja, komm. Hast ein bisschen Freilauf. Renne aber bloß nicht weg. Ich habe dich noch nicht gezähmt. Das muss ich auch erstmal mit Karotten noch hinkriegen. So, ich kann mal die Smaragde, die wertvollen Sachen mal unterbringen. Das Diamantschwert, das war schon praktisch, dass wir uns das jetzt geholt haben. So, das gecraftet haben. Aber ihr könnt ja mal sagen, woraus wir denn hier die restlichen 3 Diamanten machen können, die wir in der Challenge bekommen haben. Was wir damit anfangen? Kann ich ja oben zur Abstimmung mal geben. Was haben wir denn hier für Optionen, was wir hier... Waffen ist, glaube ich, das Klügste, dass man da mal eine Waffe draus macht. Eine Spitzhacke ist vielleicht auch nicht so schlecht, die 3 zu einer Diamantspitzhacke zu machen. Diamantspitzhacke, ja, das lasse ich als Option gelten. Dafür reicht es noch. Das wäre, glaube ich, ganz praktisch. Ja, Diamantschaufel bräuchte man nur 1. Diamantschwert noch 2. Könnte man Diamantschaufel und Diamantschwert Nummer 2 machen? Ja, nicht unbedingt. Diamantspitzhacke, das ist schon was sehr Gutes. Die Rüstungsgegenstände, was kann man da machen? Nicht mehr viel. Mit 3 bringt es nicht mehr sehr viel. Ja, wäre halt hier Spitzhacke das Wahrscheinlichste oder Schaufel. Und Schaufel und Schwert oder eine Axt kann man damit auch draus machen. Könnte jetzt mal abstimmen, stimmen. Und man halt die, da habe ich mich wieder verfranst hier. Spitzhacke, Schaufel und Schwert oder Diamantenaxt. Was soll der Zwergenfürst sich aus seinen letzten 3 Diamanten craften? Oben das in der rechten Ecke. Da könnt ihr jetzt abstimmen. Dann werden wir mal schauen, was es wird. Ist das Wladimir? Ja, Wladimir läuft hier frei rum. Ja, soll er mal machen. Käfighaltung ist nicht das Beste. Weder für Huhn noch für Schwein. Naja. Puh, da muss ich mich erstmal von erholen, was hier passiert ist. Meine Güte. Wollen wir mal gucken, ob hier alles gut ist im Dorf. Alles gut. Dem Wirt geht's gut. Ja, der steht dort in der Ecke. Herr Walter. Der geht super. Das freut mich. Hier ist auch nichts passiert. Hier ist alles noch beim Besten. Da ist keine eingedrungen. Creeper habe ich hier keine gesehen. Also explodiert ist noch nichts Großartiges. Es waren halt nur die Orgulianer. Der Trupp, der hier vorgestoßen ist. Wir brauchen dringend mal ein Gefängnis für das Dorf. Da würden wir mal einen von denen gefangen nehmen. Ich glaube nicht, dass das mal vorkommen wird, weil die greifen immer sofort an. Aber sollte mal irgendjemand... Ich glaube, da ist noch irgendwas... Da ist irgendwas nicht ganz koscher, sag ich mal. Und da wird es auch noch andere Leute geben, die hier, ja, für Zwietracht so genannt. Ich glaube, ein Gefängnis wäre da nicht ganz schlecht, wenn wir Kriegsgefangenen hier haben. Noch haben wir keinen bekommen, aber wer weiß,
Sollten wir vielleicht mal uns umgucken. Ja, da haben wir dabei und weiße Wolle. Samen. Ja, anpflanzen können wir auch auf jeden Fall mal. Kann ich mal gucken, ob ich so ein auch das Werkzeug dafür kriege zum Anpflanzen. Dann können wir hier hinterm Haus mal was machen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Samen zum Beispiel. Da kann man doch bestimmt mehr aus dem Gras von bekommen. Im Siegfried geht es bestimmt auch gut. Der ist weniger in seinem Haus. Ist wahrscheinlich eher unterwegs. Ja, die Rüstung, die habe ich an. Ne, ein Teil davon. Dann nehme ich sie mal wieder ab. Und stelle sie hier mal wieder dran. Das Diamantschwert hier. Das brauche ich ja nicht, wenn hier alles friedlich ist. So, dann noch mal ein bisschen die restlichen Sachen hier rein sortieren. Hier haben wir ein bisschen Wolle. Da haben wir jetzt auch von genügend. Ja, können wir ein paar Betten bauen bei Bedarf. Holz brauchen wir dafür noch. Müssen wir mal holen und hier mal ihn sortieren. Das ist doch auch mal gut. Echt verdrohtes Fleisch, was bringt denn das? Ja, kann man nicht wirklich essen. Kann man nur Gefangenen anbieten. Das ist Gefangenennahrung. Falls wir dann mal Ende des Tages ein Gefängnis haben. Jetzt können wir mal gucken hier, was haben wir hier für das Holz, Stein. Bruchstein haben wir auf jeden Fall genug, damit könnten wir ein Gefängnis bauen. Mit Netherstein könnten wir auch ein bisschen was bauen. Damit würde ich das Gefängnis bauen. Ich glaube, dann nehmen wir den großen Vorrat an Stein mit. Ja, ist glaube ich nicht falsch. So ein bisschen was nehmen wir mit und dann können wir hier schon mal ein Plätzchen aussuchen, wo denn ein Gefängnis gut stehen könnte. Nee, es wird schon Nacht. Lege ich mich mal hin, bevor ich jetzt hier von weiteren Monstern überrascht werde. Der Oguyana-Kampf war schon genug für mich. Muss nicht auch noch sein. Puh. Scheint hier nicht hundertprozentig sicher zu sein. Jetzt habe ich meine Tür zugebaut. Ja. So ist es natürlich sicher. Wenn man eine Tür zubaut, dann kommt auch keiner mehr rein. Kommt man zwar selbst nicht mehr raus, aber andere kommen auch nicht mehr rein. So. Wie sieht's aus? Okay, ein Ei haben wir hier. Da kommt leider kein Huhn raus. So, suchen wir ein Stellchen. Ja, nach der hier Harke wollte ich gucken. Ob wir da irgendwas finden. Hat Siegfried denn? Der hat bestimmt eine Werkbank. Ja, hat er. Gehen wir mal bei ihm nachgucken. Die ist leer. Hat er sein Zeug mit. Ein Braustand, nein, kein Traustand. Kann man sich nicht verheiraten lassen. So. Hier die Holzhacke. Steinhacke. Brauchen wir Holz für? Eisen haben wir nicht. Aber eine Steinhacke bleibt bestimmt auch, hilft bestimmt auch erstmal. Ach, reden kann ich nicht mehr. So, hier gibt es Holz. Oder auch nicht. Der Baum ist nur noch die Krone. Na denn, mal gucken. So, Steinspitzhacke, nein, da brauche ich erstmal die Sticks für Holz und das
Dann können wir damit mal was anfangen. Ein Beet graben. Wollen wir dafür Platz? Finden wir bestimmt noch ein Fleckchen hier im Dorf. Hab's jetzt einen Stick hier gelassen bei dem lieben Siegfried. So, hier ist kein großartiger Platz mehr, weil ich hier an so einem Hang lebe. Wie wär's denn mit da hinten so? Wenn hier sowas umgraben würde, bräuchte man Wasser für. Ich weiß, da muss man. Ja, wir schaufeln uns hier was frei. Wir machen hier so ein kleines Bädchen. Naja. Ja, auf der anderen Seite dort. Ich würde vielleicht da drüben das Gefängnis anlegen. Dann ist das da so ein bisschen in der Schlucht. Dann ist das so ein bisschen. Da kann ich von meinem Haus aus so ein bisschen drauf gucken. Hier am Turm? Nee. Hier am Oguyana Turm. Ja, komm, wir werden schon was finden, was anbauen können. Wie macht man das denn? Wie baut man denn hier eigentlich? Mit der Hacke. Ah, so macht man das dann. Hat man hier so ein Beet. Hat man hier so die Erde. Leicht gepflügt. Ja, so ungefähr macht man das dann. So, Gefängnis. Das würde ich nicht auf dieser Seite hier machen. Da so. Kann man den Baum so ein bisschen abbauen. Baut man das hier so hin. Durch die Erde. Hier mal ein bisschen den kleinen Hügel abbauen. Und dann hier so. Ich würde hier so die Grundmauer setzen. Setze ich mal hier den ersten Stein. Zack. Und dann kann hier mal ein Gefängnis entstehen, würde ich sagen. Aber ich glaube, wenn ich mal so auf die Uhr gucke, der Part ist auch schon ganz okay lang, dass ich den jetzt auch mal beenden werde. Und dann bauen wir am nächsten Part ein bisschen weiter. Ich würde sagen, Däumchen nach oben sollte euch der spannende Part dieses Mal gefallen haben. Am nächsten Part wird es nicht mehr ganz so spannend, weil da bauen wir hier ein bisschen Gefängnis. Aber ich hoffe, das ist auch spannend genug, dass ihr dann bleiben wollt. Dann baue ich offscreen mal diesen Baum hier ab und dann sehen wir uns nächstes, nächsten Part wieder. Sehen, was man können als jetzt mehr. Habt einen fürstlichen Tag. Haben schon gesagt, lasst ein Abo da. Lasst ein Abo da. Nämlich nach oben. Ein Glöckchen aktivieren, wie immer. Kennt da aber bereits das Prozedere. Und bevor ich komplett hier einen Sprachausfall kriege, sage ich, haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.